Mein Name ist Hans Hauswirt. Wir befinden uns hier auf dem Anwesen von meinem Bruder in Kirchdorf am Inn. Wir betreiben hier zu dritt diese Anlage seit 2005 sehr erfolgreich. Als Einsatzstoff kommt in die Biogasanlage hauptsächlich Silomais, Grünrocken und Hirse und auch noch Rindergülle von den vorhandenen Rindern. Der Silomais wird dann, wie wir es hier sehen, einsiliert und wird dann mit dem Radlader zu der Beschickung gebracht. Morgens und abends werden die Substrate hier in den Beschicker befüllt, jeweils ca. 13 Tonnen, von wo aus sie dann über Schneckensystem halbstündlich in den Fermenter eingebracht werden. Hier befinden wir uns am Fermenter, in dem die Substrate eingebracht werden. Das im Fermenter entstandene Biogas verlässt hier über Rohrleitungen den Fermenter und gelangt dann zum Gasspeicher, in dem ca. 2600 Kubikmeter Gas gespeichert werden können. Das Biogas wird jetzt vom Endlager über Rohrleitungen unterirdisch abgekühlt und dann hier Richtung Blockheizkraftwerk gefördert. Über die BHKW-Steuerung und die Fermentersteuerung wird die Anlage vollautomatisch gesteuert und über Telefon, wenn nötig, alarmiert. Die drei Blockheizkraftwerke erzeugen 500 kW Strom und 600 kW Wärme pro Stunde rund um die Uhr. Die anfallende Wärme wird hier ein Großteil für Trocknung verwendet, hier zum Beispiel Scheitholz und Hackschnitzel sowie Getreide. Die Anlage erzeugt ca. 4 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr, die hier über die Trafostation der E.ON in das Netz eingespeist werden. Das ausgegärte Substrat wird hier als hochwertiger Dünger mit den Gülleinfässern abgezapft und auf das Feld bodenschonend aufgebracht. Die vergärte Rindergülle sowie das ausgegärte Substrat ist beim Ausbringen auf den Feldern geruchsneutral, das heißt, man kann den Geruch kaum wahrnehmen und somit auch für die Anwohner positiv. Wir haben beim Bau der Anlage sehr viel Wert auf die Sicherheit gelegt. Um bei Störfällen die Anlage vor Gasüberdruck zu schützen, haben wir eine Gasfackel installiert, die das Gas geruchsneutral verbrennt. Als zweite Sicherheitseinrichtung haben wir dann ein Überdruckventil sowie ein Unterdruckventil, in dem das Gas an sicherer Stelle abgeleitet wird. Wir haben auf einen unterirdischen Pumpenschacht verzichtet. Unseren Pumpenkörper haben wir hier oberirdisch angebracht. Damit ist ausgeschlossen, dass man in eine Grube klettern muss, in der sich vielleicht erstickende Gase befinden. Bei den täglichen Rundgängen werden die ganzen Sicherheitseinrichtungen überprüft, genauso der Überlauf, damit immer gewährleistet ist, dass hier keine Verstopfungen auftauchen.